Keine Zeit, aber davon ganz viel. Ja, hallo, hier ist Mucho. Kinder, seid ihr alle da? Heute bin ich im Lizulin-Koen, dem Kastanienwald in Takamatsu auf Shikoku. Da nehme ich euch mit, folgt mir doch alle mal nach. Ja, jetzt frage ich mich natürlich, träumt dieser Koi nur, dass er der Muho ist, oder ist es der Muho, der da träumt, ein Koi zu sein? Wer bin ich wirklich? Vielleicht hat der Björn ja auch recht, dass wir alle nur Manifestationen desselben Bewusstseins sind. Wie dem auch sei, ich möchte diesem Avatar, diesem Koi, der behauptet, er wäre der Muho, natürlich mal begegnen. Also habe ich mich aufgemacht in den Bus in Richtung Takamatsu. Das ist eine Stadt, die auf der Insel Shikoku liegt, in der Präfektur Kagawa. Das ist die kleinste der ungefähr 50 Präfekturen in Japan. Und wenn man von Osaka dahin will, man kann auch mit der Bahn fahren, da fliegen auch Flugzeuge, aber der Bus ist sowohl preisgünstig als auch zeitlich. In 3,5 Stunden oder so ist man da. Hier seht ihr mich gerade über die Akashi Kaikyō, die Akashi-Brücke fahren. Die kennt ihr schon aus dem Video vom Herbst, als ich Awajishima, die Inseln der Zwiebeln, besucht habe. Damals mit der ganzen Familie im Leihwagen sind wir auch über diese Brücke gefahren. Und auf der anderen Seite der Brücke, da ist dann die Insel Awashi, die gehört noch zur Präfektur Hyogo, aber wenn man dann über die nächste Brücke fährt, die Naruto-Brücke, die diese Insel mit Shikoku verbindet, ne, dann ist man auf Shikoku. Und die Naruto-Brücke, wenn man da nach links runter guckt, da sieht man Strudel. Die entstehen, weil da der Pazifik und das japanische Binnenmeer so miteinander im Austausch sind. Und Naruto bedeutet auf Japanisch Strudel, ne? Also diese ganze Meerenge ist nach den Strudeln, die da entstehen, benannt, ne? Und falls ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, Japan zu bereisen und in der Gegend seid, ne, ist auch ein Abstecher wert. Und dann auf der anderen Seite der Brücke beginnt Shikoku. Ich glaube, ich habe das mal in einem anderen Video das Saarland Japans genannt, ne? Das ist weder ja böse gemeint für die Shikoku-Bewohner noch für die Saarländer, ne? Es ist ein bisschen ab vom Schuss, aber die Leute sind sehr relaxed und lieb. Und hier bin ich endlich angekommen in der Provinzhauptstadt Takamatsu. Und ich war an dem Tag zufällig auch eingeladen zu einem Vortrag mit dem im Lizulin Koen. Das ist eine Sehenswürdigkeit hier in der Präfektur. Lizulin bedeutet so viel wie Kastanienwald. Allerdings gibt es in dem Park keine einzige Kastanie. Wohl früher schon, ne? Heute hauptsächlich Kiefern. Und man bekommt am Eingang für 410, also ungefähr 3 Euro Eintrittsgeld, auch ein Blatt auf Deutsch mit Erklärung, ne? Ein Plan von dem Park und auf der Rückseite Erklärung in Deutsch. Je nach Jahreszeit ändern sich die Öffnungszeiten, ne? Also im Sommer öffnet er früher, schließt später, im Winter schließt er früher. Und da steht dann auch drauf etwas über die Geschichte des Parks und was es zu jeder Jahreszeit zu sehen gibt. Ich war Ende Februar hier, ne? Und habe mir erstmal den Nordteil des Parks angeguckt. Allerdings Februar, ne, vieles blüht da nicht, ne? Dieser Teich, der ist wahrscheinlich besonders im Juli, im August wird er schön sein, ne? Da gibt es dann Lotus oder Seerosen auch zu bewundern, ne? Beziehungsweise hier sieht man die Parkverwaltung, wie sie da durch die Gegend düst. Und das wäre dann der Lotus-Teich. Ich könnte mir vorstellen, dass die im Juli, im August blühen und dann sehr schön sind. Im Februar eher alles etwas kahl. Und was im Februar aber sehr schön ist, sind die Ume. Allerdings, ich bin ungefähr eine Woche, würde ich sagen, zu spät gekommen, ne? Also die schönste Blütezeit war schon vorüber. Einige der Blüten, viele der Blüten waren schon abgefallen. Aber die Touristen, die an dem Tag im Park waren, und das waren wahrscheinlich weniger als gewöhnlich, ne?
Ich könnte mir vorstellen, falls ihr diesen Park irgendwann mal im Mai besucht oder im Herbst, das sind die schönsten Zeiten in Japan, dass er total überlaufen ist. An dem Tag waren eher weniger Leute da, aber die, die da waren, die haben besonders eben die Umme bewundert. Diese Herrschaften sehen zwar auf den ersten Blick auch aus wie Japaner, aber ich glaube, die kamen von dem asiatischen Festland. Ne? Sie sprachen für mein Gefühl eher ja, Chinesisch, ne? Aber die freuten sich auch über die Umme-Blüten, ne? Die ich euch auch schon in Osaka gezeigt habe. Was mir die Parkverwaltung erklärt hat, beziehungsweise hier erstmal, ne? Koi, endlich. Ne? Jetzt ist bloß die Frage, wer von diesen vielen Avatars ist jetzt der, der behauptete, er ist der Muho? Wer ist der wahre Muho hier? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Die berühmte Frage, die oft dem David Precht zugeschrieben wird, aber die es auch schon früher gab. Und hier, das sind Enten. Ne? Vielleicht die Zen-Praktizierenden von euch erinnern sich an ein Koan. Ich glaube, es war Basso und Obaku auf Japanisch, Masu und Huangpo. Huangpo, der Schüler, und sein Meister Masu machten einen Spaziergang und da flogen die Wildenten. Ne? Und der Meister fragt den Schüler, was sind das? Ah, da sind Wildenten. Und wo sind die jetzt? Sie sind schon weggeflogen. Sie sind nicht mehr da. Und da packte der Meister den Schüler bei der Nase und drehte die um. Und der Schüler schrie, aua! Und der Meister sagt, was, du willst mir erzählen, die Enten wären weggeflogen. Und am nächsten Tag, da sollte der Meister einen Vortrag halten, aber der Schüler, Huangpo, hatte schon die Matte weggerollt. Das ist ein Zeichen dafür, der Vortrag ist schon vorbei. Und der Meister sagte, ich habe noch gar nichts gesagt und du holst schon die Matte weg. Und da sagt der Schüler, gestern, als du mir die Nase gekniffen hast, das hat ganz schön wehgetan. Du hast mir wehgetan. Und der Meister sagte, was? Du hängst immer noch an gestern? Und daraufhin sagte Huangpo, heute tut mir die Nase nicht mehr weh. Aber genug mit meinem Geschwurbel. Hier seht ihr den schönsten Teil des Parks, nämlich den Südteil. Ne? Besonders die Aussicht von diesem kleinen Hügel ist berühmt. Da stehen dann immer die Leute, um ihre Erinnerungsfotos zu machen. Allerdings, wie gesagt, ne, es war ein Tag im späten Februar, da war wenig los. Und ich stand da ganz allein auf dem Hügel. Normalerweise würden da auch Boote über den See fahren, aber an dem Tag aus irgendeinem Grunde, die Boote waren auch nicht in Betrieb. Ne? Dafür gab es ab und zu mal kleine Imbissbuden, wo man sich so japanische Snacks kaufen kann, auch Eiscreme oder Mochi. Reiskuchen, die auf Kohle gebacken werden. Ne? Also was ihr da seht, das ist so ein Kohlebecken sozusagen, auf denen man die Mochi backen kann und dann in einer Suppe mit Azuki-Bohnen essen kann. Kostet alles so ein paar hundert Yen, also für ein paar Euro kriegt man da Snacks, Andenken. Und auch hier, ne? Haufenweise Kois, die alle behaupten, der wahre Muho zu sein und darauf hoffen, von freundlichen Japanerinnen gefüttert zu werden. Ne? Ja, und was ihr da im Hintergrund rechts seht, ist ja die Brücke, ne? Die sozusagen das Wahrzeichen ist dieses Parks. Ich habe mich dann auf die Brücke gestellt und zufällig, gerade als ich diesen Kameraschwenk gemacht habe, da kam der große Führer der Demokratischen Volksrepublik Korea. Der war da inkognito und gerade in diesem Moment, da lief er hinter mir vorbei. Ihr könnt ihn leider nicht sehen. Was ihr da seht, so eine Azaleen-Insel. Einer von diesen Büschen, der ist in Herzform. Ne? Und deshalb, wenn Pärchen eine Hochzeitsreise machen, dann stellen sie sich alle vor diese Azaleen-Insel und machen da ihre Erinnerungsfotos. Und da seht ihr jetzt nochmal den großen Führer inkognito. Leider habe ich es versäumt, mir ein Autogramm von ihm geben zu lassen. Und ja, hier ist noch eine Erklärung. Koi Tsutsuji heißt das auf Japanisch. Ne? Die
Liebesazaleen. Was es auch viel gibt in dem Park sind kleine Teehäuser. Dieser hier heißt Higurashi Tee. Das ist sozusagen der Pavillon des in den Tag hinein Lebens. Higurashi könnte man frei übersetzen als in den Tag hinein Leben. Für ein paar hundert Yen kann man da Matcha genießen oder Süßigkeiten. Man kann da auch zu Mittag essen. Ist ein bisschen teurer, ne? Ich hatte leider an dem Tag keine Zeit. Ich tue hier nur so, als würde ich da reinlaufen, ne? Aber ich bin dann am Eingang gleich wieder umgedreht. So ein Mittagessen ist auch nicht ganz so billig. Hier ist ein anderes Teehaus, das heißt Kikugetsu Tee, der Pavillon, in dem man den Mond aus dem Wasser schöpft. Dieses Teehaus liegt direkt an dem See, den wir gerade gesehen haben. Und das hier ist ein historisches Teehaus, da kann man keinen Tee trinken, aber das kann man besichtigen. Ich glaube, das wurde ursprünglich gebaut von einem Großenkel von Senno Rikyu. Also das hat auch eine gewisse Geschichte, ne? Und hier sieht man dann den Geist des Wabi-Sabi ausgedrückt. Wabi-Sabi, falls das ein Thema ist, das euch interessiert, darüber habe ich auch schon gesprochen. Ich habe da eine eher kritische Einstellung. Ne? Für mich ist das eher eine Spielerei der alten Adligen. Ne? Auch hier ein schöner Umebaum. Und hier steht, bitte nicht hinsetzen. Ne? Eigentlich ist diese Bank wohl fürs Hinsetzen gemacht, aber nicht für das gemeine Volk, wie unser eins. Ne? Dahinter eine Felswand mit Wasserfall. Und ja, früher, als die Adligen da ihren Tee genossen haben, da haben sie sich auch noch den Wasserfall angeguckt. Und so sieht jetzt das Teehaus von innen aus. Da gibt es zwei Räume. Der größere von den beiden, der hat ein sogenanntes Doma, einen Erdbereich, wo das gemeine Volk, die Gefolgsleute sitzen müssen. Und nur oben, da darf dann der Daimyo, der Provinzfürst, sitzen. Der Nebenraum, der hat 2,5 Tatamis und da wird auch noch die Geschichte des Teehauses erklärt. Ne? Wie gesagt, der Großenkel von Senno Rikyu soll hier Tee gelernt haben. Dieser Felsen und die Kiefer darauf heißen Tsulu Kame Matsu. Tsulu ist der Reiher, Kame ist die Schildkröte. Und wenn man ein bisschen näher rangeht, da sieht man auch die Schildkröte. Ne? Also der Felsen hat tatsächlich eine gute große Ähnlichkeit mit einer Schildkröte, während die Kiefer für den Reiher steht. Ein Reiher, der auf dem Panzer der Schildkröte thront, sozusagen. Und dahinter das Gebäude, da war ich eingeladen, an dem Tag einen Vortrag zu halten. Ein Vortrag, den ihr in diesem Video nicht sehen werdet, der aber wahrscheinlich auch irgendwann mal auf YouTube hochgeladen wird von der Sotoshu, die den Vortrag organisiert hat. Und sobald ich den Link habe, werde ich den mit vielen anderen Informationen wie immer in die Videobeschreibung setzen. Also, falls ihr mehr wissen wollt, ne, über die Stadt Takamatsu, über diesen Park und vielleicht euch auch meinen Vortrag anhören wollt, der natürlich auf Japanisch war, ne, ihr findet einen Link. Es war dieselbe Organisation, die mich auch schon nach Ehime im späten Herbst eingeladen hatte. Und die sagten mir, ne, also du gibst ja immer denselben Vortrag. Heute wollen wir mal was anderes von dir hören. Ne? Deshalb, ich war ein bisschen aufgeregt, denn wenn ich meinen Standardvortrag halte, ne, da weiß ich ja schon, ne, wie ich 90 Minuten füllen kann. Ne? An dem Tag, da ging es mir um das, worüber ich auch schon auf diesem Kanal immer wieder gesprochen habe. Ne, dass Zazen, Buddhismus bedeutet eine Pause machen, vom Spiel, eine Pause zu machen vom Spiel, aber dann von Neuem, spielerischer, weiter zu spielen. Und das habe ich versucht, allgemein verständlich für ein japanisches Publikum rüberzubringen. Hier, das ist das Obergeschoss des Gebäudes, in dem ich den Vortrag gehalten habe. Da hat man nochmal einen schönen Blick über den Park und nebenan, das ist ein Café. Allerdings nicht im japanischen Stil, nicht Tatami, sondern da hat man Stühle. Für die von euch, die lieber auf dem Stuhl ihren Kaffee genießen wollen. Und neben diesem Gebäude, da gibt es noch kleine Museen, die auch an diesem Tag, weil es leicht geregnet hat, total leer waren. Ne?
Also eins dieser Museen, da sieht man japanische Dachziegel, die ja oft sehr kunstvoll gefertigt werden. Die kann man sich, das kostet keinen Eintritt, ne? Wenn man die 410 Yen Eintritt bezahlt hat in diese kleinen Volkskunstmuseen, da kommt man dann umsonst rein. Auch noch ein kleiner Gartenbereich. Und auf der anderen Seite, da war gerade ein Jitoku, würde man sagen, im Zen. Ne? Da war einer, ein Bodhisattva, beschäftigt gerade mit Saubermachen. Und hier sieht man japanische Drachen, ne? Im alten Stil. Die werden in Japan hauptsächlich an Neujahr steigen gelassen. Gibt auch auf diesem Kanal ein altes Video, wo mein Sohn versucht, am Strand so einen Drachen steigen zu lassen. Das ist gar nicht so einfach. Auf diesem Mobban, da sieht man das Schriftzeichen für Fuku, das Glück, ne? Und hier, die sind über 2 Meter groß, ne? Riesige Drachen. Das war jetzt noch so ein Pausenraum, wo man sich erholen kann. Auch total leer, ne? Aber wie gesagt, ne? Mai oder so, während der Goldene Woche, könnte ich mir vorstellen, dass der auch proppevoll ist. Und hier sieht man, was man im Februar bewundern kann im Park. Ne? Also wie gesagt, hauptsächlich Umeblüten und der Vogel, das ist ein japanischer Würger, der gerade im Februar so seine Brunftzeit hat. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo mein Vortrag stattfand. Da hat auch meine G7, sagt man vielleicht auf Deutsch, ne? Die Great Seven haben ja auch mal eine Konferenz gemacht. Und ich war natürlich aufgeregt, deshalb bin ich erstmal aufs Klo gegangen, ne? Ihr kennt wahrscheinlich auch mein Klo-Video. Die Klos in Japan sind auch immer sehr schön, ne? Besuch wert und haben fast schon ein bisschen was von Zen-Atmosphäre, ne? Und sind natürlich auch total sauber. Hier seht ihr mich schon in den Kimono geworfen und Kolomo, den zieht man traditionell aus, wenn man aufs Klo geht, ne? Der Kolomo wird abgelegt und dann erledigt man sein Geschäft. Ja, und als ich mein Geschäft erledigt hatte, dann ging es dann endlich zum Vortragsraum, ne? Also an dem Tag wurden 150 Gäste erwartet. Es wurde kein Eintritt verlangt, aber man musste sich vorher anmelden. Ne? Alle Stühle waren schon vergeben. Was ihr da seht, diese Kalligrafie, da steht Un. Un kann auch eine Wolke sein, aber dieses Schriftzeichen bedeutet sprechen, sagen, sprechen. Das war der Pult, an dem ich stand, und da hatte ich noch eine Tafel, auf die ich die Dinge, die ich sonst auch hier immer wieder in die Kamera halte, ne? Mit beiden Füßen im Samsara stehen, solche Sachen habe ich da gemalt. Hier Nihonga, ne? Ein Beispiel von japanischer Malerei, und den Mobban kennt ihr vielleicht schon aus dem Video, wo ich in Ehime war, ne? Shoji Jidai Mujo Jinsoku, die eine große Sache von Leben und Tod. Die Dinge vergehen schnell, die Zeit vergeht schnell. Hier sieht man irgendwelche Minister im selben Raum. Und ja, den Vortrag selber, wie gesagt, auf diesem Kanal werdet ihr ihn nicht finden, aber ich werde, sobald ich einen Link habe, euch einen Link in die Videobeschreibung setzen. Aber ist halt auf Japanisch, aber vielleicht generiert euch ja YouTube auch Untertitel. Hier auf der Rückseite wieder auf der Rückreise wieder im Bus. Ich hatte ganz vorne in der ersten Reihe einen Platz und hatte mich gewundert, denn ich hatte erst am Tag davor die Reservierung gemacht. Und Fensterseiten, links und rechts, war alles voll, bloß die mittlere Reihe, die war noch leer. Und ich wunderte mich, warum will keiner in der mittleren Reihe sitzen? Und das ging mir dann erst später auf. Hier sieht man den Busfahrer vor der Abfahrt, wie er zählt, ob auch alle da sind, ne? Also der hat da so ein Tablett in der Hand und er guckt, ob die Leute auch alle da sind. Und ihr seht jetzt, die Plätze am Fenster links und rechts, die sind alle mit so einem Vorhang abgetrennt. Also es ist fast so ein bisschen wie ein Kapselhotel. Und nur die Leute, die in der Mitte sitzen, die haben ja Freiraum um sich. Aber die Japaner, ne, die wollen ja nicht im Reisebus jemanden kennenlernen.
Also das ist vielleicht ein kleiner Unterschied zwischen Japan und, was weiß ich, Deutschland, wenn du im Zug sitzt und du sitzt neben jemand, der interessant aussieht, du fängst ein Gespräch an, vielleicht tauscht man Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus. Das ist in Japan fast unbekannt, ne? Wenn du da im Bus sitzt, du willst deine Privatsphäre haben, du machst den Vorhang zu. Für mich bedeutet das, ich hatte den besten Sitz sozusagen direkt hinter dem Fahrer. Und ja, das war's auch schon, ne? Wer jetzt der wahre Muho ist, der Koi oder der, der hier spricht, ne, müsst ihr selber entscheiden. Vielleicht seid ihr ja der wahre Muho. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder. Tschüss.